So, hallo Leute, ich bin heute wieder an meinem Scherensitz und weiterbauen meinem kleinen Bächlein hier. Es ist wieder so um die Mittagszeit, jetzt kriege ich Hunger. Jetzt probiere ich diesmal das Ganze ganz stilecht mit so einem Magnesium bzw. mit so einem Feuerstiel, den ich selber gebaut. Passend zu meinem selbstgebauten Messer werde ich mal versuchen, den anzuzünden ohne Feuerzeug. Schauen wir mal. Ich kratze das Magnesium immer in irgendein Gefäß, weil wenn man das jetzt hier so zusammen schüttet, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, habe ich schön alles auf den Haufen und verteile es nicht irgendwo in der Gegend. So, ich habe jetzt hier dieses Magnesium abgekratzt und neben den Esbit-Steinchen angehäuft und jetzt werde ich versuchen, das Ganze zu entzünden. Nochmal.
So, also beim S-Speed-Kocher funktioniert das nicht. Mit diesem Magnesium- oder Feuerstiel, ich denke jetzt mal, wenn ich mir da irgendwo so Zweigzeug zusammen so ein paar Säge spiele, müsste schon klappen. Aber mit dem S-Speed-Kocher und auch wenn ich die Magnesiumspäne nehme, funktioniert das nicht. Ich habe jetzt die Schnauze voll gehabt und habe es mit dem Feuerzeug angezündet. Außerdem habe ich Hunger. So, bei mir gibt es dann heute Ravioli mit fleischhaltiger Füllung. Ich hoffe mal, dass es zumindest fertig ist. Hinten steht Schweinefleisch drauf, aber naja, wenn da steht fleischhaltige Füllung, dann weiß ich auch nicht. Ein paar Gewürze habe ich noch reingetan. Das werde ich mir jetzt gleich zu Gemüte führen. So, Essen ist fertig. So, guten Boni. Mehr. So, jetzt ist mir hier praktisch ein bisschen das Wasser ausgegangen, jetzt habe ich noch ein bisschen Durst. Jetzt koche ich mir hier wieder mit dem Speedkocher ein bisschen Wasser ab. Und mal schauen, ob ich Scheiße reinkriege oder nicht. So, jetzt probiere ich es nochmal mit diesem Magnesium. Aber diesmal mache ich so eine Art kleines Mini-Lagerfeuer. Schauen wir mal, ob die Menge hier reicht, ob ich das mal auch mal ohne Feuerzeug hinkriege. So, ich habe jetzt hier ein paar Holzspäne genommen und so kleine Ästchen. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Ah, geil. Ah, ist das cool, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber mit ganz normalem trockenem Holz, ein paar Späne, Feuerstiel oder Magnesium. Lustige Sache, werde ich jetzt öfter probieren. Macht es gut, bis dann.